Die Trainer stehen im Fokus beim Duell Burghausen gegen Augsburg. Bei den Gästen wird der Vertrag von Josef Steinberger, der diesmal auf der Tribüne saß, nach 3,5 Jahren nicht verlängert. Wacker hat dagegen mit dem noch Deisenhofener Hannes Sigurdsson den Nachfolger für den zum Saisonende scheidenden Leo Haas gefunden. Auch sportlich wird es interessant. Die Hausherren wollen oben dran bleiben. Die Schwaben in Rot und Grün unbedingt die schwarze Serie von 4 Pleiten und nur einem Remis bisher nach der Winterpause beenden. Den besseren Start erwischen aber eindeutig die Salzachstädter. Lukas Schlosser wird da noch gestoppt, aber dann kommt Felix Bachschmidt nochmals ans Leder und trifft aus der Drehung zum ganz frühen 1:0 nach 4 Minuten. Doch die Gäste nicht um eine Antwort verlegen. Nach einer Ecke in der 9. Minute verlängert Fabio Gruber auf den Schädel von Marco Nickel und schon stand es 1:1. Das war es aber immer noch nicht aus dieser turbulenten Anfangsphase. 3 Zeigeumdrehungen später Freistoß für Burghausen und den köpft Moritz Moser ein zum 2:1. Erinnerte ein bisschen an den letzten Wacker Heimsieg Anfang März gegen Rhein, als es nach 18 Minuten schon 3:1 stand. Hier beruhigte sich das Geschehen allerdings etwas, wobei beide durchaus weiter den Weg nach vorne suchten. Für Augsburg zielte Felix Schwarzholz knapp drüber. Auf der anderen Seite zieht Noak Baye den Sprint an. Letztlich ist es aber Ryosuke Kikuchi, dessen Versuch für Maxi Engel aber kein großes Problem darstellt. Insgesamt ein sehr ansehnliches Spiel in den ersten 45 Minuten in der Wacker Arena. Nach dem Seitenwechsel zunächst einmal die Schwaben am Drücker. Die beste Szene war dieser abgefälschte Schuss von Josué Mbila von der Strafraumkante. Burghausen sah sich das rund eine Viertelstunde lang an und hätte dann dank eines katastrophalen Schnitzers von Tim Chiveya eigentlich das Dritte machen müssen. Dennis Ade verspringt aber der Ball komplett und so schießt er meilenweit drüber. Doch in der 63. Minute sind es wieder die Gastgeber. Ball kommt mit etwas Glück von der Hacke eines Augsburgers zu Schlosser und der in der Winterpause gekommene Österreicher schließt eiskalt ab zu seinem Premierentor in der Regionalliga. Noch waren die Augsburger aber nicht geschlagen. In der 67. Minute bringt Henry Codosso die Kugel am herausstürzenden Markus Schöller vorbei, aber Lukas Matzak ist noch zur Stelle und kratzt sie von der Linie. Und nach dieser Szene fehlte den Gästen zunehmend der Glaube. Wacker lauerte dagegen auf die endgültige Entscheidung. Und in der 82. Minute war es soweit. Akbaye wird da perfekt bedient von Miloš Lukić und markiert den 4:1 Endstand. Ja, es war schön erstmal. Ich habe Corona gut überstanden, glücklicherweise. Mega Performance heute von der Mannschaft, fand ich. Also super Intensität drin, gegen den Ball, schöne Tore geschossen. Alles dabei, was der Fußball was ein Fußball ausmacht, und dementsprechend glücklich bin ich heute. Ja, also erste Halbzeit war es ein sehr wildes Spiel. Gerade die Anfangsviertelstunde sind 3 Tore gefallen. Wir hauptsächlich, weil wir noch nicht wach genug waren, gerade auch beim Standard, beim 2:1. Dann im Laufe des Spiels haben wir mehr Ballbesitz gehabt, wie erwartet, konnten das aber nicht richtig ausspielen, weil wir unsere Positionen nicht gut besetzt haben und technische Qualität zu schlecht war. Und ja, aber Fakt ist, wer so viele Gegentore bekommt, so wie wir jetzt heute wieder 4, so kann man keine Spiele gewinnen, und da sollten die Spieler aufwachen, schnellstmöglich aufwachen, weil ja, wir einfach jetzt mittlerweile, muss man so sagen, im Abstiegskampf sind. Wacker Burghausen beendet also die eigene 4 Spiele dauernde Durststrecke und schießt gleichzeitig die U23 des FCA immer tiefer in die Krise.